SWR 3 Comedy Festival. Meine Damen und Herren, zu unserem nächsten Gast, und da verschenken wir auch gleich wieder Tickets hier auf dem Schlossplatz. Der Mann ist nicht ganz einfach zu finden, also zumindest nicht im Internet. Nach komplizierter Google-Suche landet man dann irgendwann mal auf seiner Website. Der Nachname, ja, den lassen wir jetzt einfach mal. Gott sei Dank ist der Vorname ganz einfach auszusprechen. Und er ist ja auch schon ein bekannter Comedian, meine Damen und Herren. Hier ist Masoud. Herzlich willkommen, Applaus für dich, Masoud. Willkommen, nimm Platz gleich neben dem Tisch. Mach's dir gemütlich. Wir haben ein Wässerchen. Du wirst wahrscheinlich auch nicht Grauburgunder. Du bist ja wie Guido Kanz vor der Show. Wird gar nichts getrunken. Ach, nee. Scherz gemacht. Maxi, Grauburgunder bitte. Das, was der Kanz noch nicht trinken wollte. Sag mal, eiskalt. Du bist einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der keine Wikipedia-Seite hat. Es war ganz schwer, hier sich so ein bisschen vorzubereiten. Warum? Hast du aufgrund deiner Herkunft Angst, dass die NSA sehr genau zuschaut bei dir? Ich müsste doch die... Oh, ich sehe mich da auf dem Teleprompter oder was auch immer. Ich hätte ja die Wikipedia-Seite selbst machen müssen, weil ich noch nicht so fame bin, dass irgendjemand anders sie für mich macht. Und dazu hatte ich keine Lust. Das war dir zu anstrengend. Ja. Du bist eh ein total relaxter Typ, ne? Ja. Bringt ihr mir jetzt diese zusammengeplörte Flasche? Ich habe das persönlich zusammengeplört. Okay. Ein Applaus für Maxi, unsere Stage Assistant Crew. Ja. Und... weißt du was, Maxi, da steht auch noch ein zweites Glas. Wenn du mir das auch noch kurz rausbringst, dann können wir zusammen mal anstoßen. Ja, der Moderator muss doch auch was. Ach so, nochmal einen Riesenapplaus für Maxi. Passt dir das, wenn ich mir das mach wieder mal, so mach, mach ruhig nur, mehr rein. Das ist nur vom Kanz. Hier, also erstmal zum Wohlsein. Schön, dass du da bist. Und ein Hoch natürlich auch wieder auf unser Publikum. Jetzt füllt sich hier der Schlossplatz. Es ist schön, dass ihr da seid. Mm. Also, der ist lecker. Der ne? ist toll. Ja, die Pelzer wissen, wie man so einen schönen Wein braut. So, auf deiner Homepage steht übrigens auch, das ist eine Comedy-Seite, sie dient der Unterhaltung und ist daher nicht immer ganz wahrheitsgetreu. Bitte verklagen Sie mich nicht. Das ist korrekt. Hattest du schon mal rechtliche Probleme? Oder? Nee, aber ich gehe lieber sicher. Also man kommt aus einem Land, wo man sofort getötet wird. Deswegen dachte ich, hier ist Deutschland, man wird verklagt, also sag denen, die verstehen das. Du bist Perser, also Iraner. Du sagst aber, glaube ich, dass du Perser bist. Ich bin Perser, weil es hört sich schön an. Kommt das bei den Frauen irgendwie besser an? Ha, ich bin Masoud, ich bin Perser. Klingt besser als Iraner. Nee, mit denen... das ist smooth, aber ich habe es noch nie versucht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sagen ja auch die Saarländer, hey, hi, ich bin Ostfranzose. Das kommt besser an als... Wir können Saarländer. Ja die Leute fragen, wer würde denn mit einem Perser rummachen, wenn er so auf einen zukommt und sagt, hey, ich bin Perser. Die Leute flippen aus. Ihr seht es jetzt nicht, aber die flippen aus. Ich glaube, da ist... Hier wurden Schlüpfer geworfen. Die kamen nicht sehr weit, aber die sind irgendwo da. Da hast du dir dabei schon was überlegt. Es läuft. Bist aber auch ganz ein relaxter Typ und ich habe mir einige Sachen von dir angesehen. Du kommst ganz relaxed Das ist rüber. Total... Du bist voll der Charmeur, Alter. Nee, das ist ja das ist gut. Total nett. Okay. Man könnte auch sagen, in der Comedy ist es gut, wenn man so ein bisschen mehr Energie auf der Bühne hat und ein bisschen mehr rüberbringt. Aber ich glaube, das ist einfach deine Persönlichkeit. Ist das auch so dein... Stilmittel, einfach dich selbst zu bleiben oder ja, ist das gezielt ausgewählt? Ist mein Mantra ist einfach chill. Ich muss niemandem was beweisen und schnell und laut reden. Die verstehen mich schon. Was geht? Ich bin Perser. Du bist, glaube ich, aber in Deutschland geboren. Nein, ich bin Flüchtling. Du bist Flüchtling, tatsächlich? Tatsächlich. Sprichst aber perfekt Deutsch. Das wirst du oft angesprochen. Nein, nur Leute wie du. Wie lange bist du? Leute akzeptieren einfach, er ist Ausländer und spricht Deutsch, weißt du, die kommen damit klar. Oh, sie sprechen aber gut Deutsch, kommt eher von alten Leuten, weißt du, aber ist okay. Ja, das zeigt... Ja. Aber du bist auch der Einzige, der mit mir in die Sauna gehen will, ist einfach Neuland für mich gerade. Ich muss die Komplimente wieder so ein bisschen zurückfahren, ja, sonst wird es verdächtig. Aber das ist ja auch, das sind ja auch die Leute, die da, oder bei Flüchtlingen sagt man ja auch immer, in ihrem Land, wo die herkommen, hatten die ja auch richtig alle gute Jobs. Ja, ja. Oder? Hast du mich gerade zitiert? Nee, ich habe dich nicht gesehen. Ich kenne das nur aus New York. Ich habe drei Jahre in New York gelebt. Das werden wir gleich sehen heute Abend. Oh mein Gott, meine Haare sind total durch. Es tut mir so leid, Leute. Und eitel bist du auch, merke ich. Ja, ein bisschen. Bist du denn vergeben? Nein. Heißt vergeben, heißt, ich bin Single, ich bin Perser und beruhigt euch. Und wir werden gleich zwei hübsche Mädels einladen, dich heute live zu sehen. Ach so. Du spielst um 19 Uhr, wenn es mir recht ist. 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr im großen 19.30 Uhr im Kurhaus. Mhm. Da kann man dich live sehen. Vielleicht was zu deinem Programm.
Sag ich das, da? Welche Kamera? Sag ich das dir oder guckst du? Kannst du hier direkt in die 1. Hi, Kamerafrau. Also das Programm ist sehr nett und ich werde dann auch die ganze Zeit sitzen. Schaut es euch an. Die werden es doch eh gucken, oder? Natürlich werden wir streamen das natürlich dann auch. Müssen wir Werbung machen dafür? Ich habe nächste Woche, in 2 Wochen habe ich Solo in Rosenau, 18.05. Es gibt noch alle Karten und kommt vorbei. Für das muss ich keine Werbung machen, weil es ist im Fernsehen. Irgendwie, es roch so ein bisschen Backstage, das ist kein Witz, roch so ein bisschen nach Gras. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das mitgebracht hat. Ich bin high vom Leben, Leute. Der relaxed Comedian der Welt. Und Hey, Sabine. Hast früher Theater gemacht? Oh ja, ja. Bist dann so zur Comedy mutiert, warum? Theater, ich meine, Impro-Theater, ich habe sehr viel Theater gemacht, hast du richtig erkannt, Jonsch. Ist das dein Name? Das ist mein Name, ja. Kann ich auch nichts für. Das ist seltsam. So, als hätten wir gefragt, wie heißt du? Und dann hast du Jon sagen wollen, aber es genießt, weißt du? Jon! Also, richtig. Jedenfalls. Kommt aber immer noch besser an als Perser. Ja. Mein Name ist Jon. Ich habe Theater gemacht und irgendwann hatte ich auch keine Lust auf dieses Ensemble andauernd. Wir müssten uns umziehen in kleinen Garderoben und dies und das. Aber wenn du als Comedian einfach auf die Bühne gehst, ganz alleine, stellst dich hin, erzählst deine Geschichte und Leute hören zu oder lachen oder geben dir Geld dafür und dann denkst du, okay, dann mach ich es alleine. Gibt es Vorbilder in der Szene, wo du sagst, doch, die sind richtig gut? Nee, gar nicht. Also ich habe das gemacht aus dem ganz arroganten Grund, ich habe Fernsehen geguckt und mir gedacht, gefällt mir nicht. Und dann gibt es auch mal diese Rede, dass man sagt, wenn du es besser kannst, dann machst du es auch besser. Und da habe ich gedacht, ja, ich stehe gleich auf und dann mache ich das. Und 2 Jahre später habe ich es dann gemacht. Ich dachte nur vielleicht Bülent Ceylan, was hältst du von ihm? Ist ein netter Typ. Kennst du auch, ne? Ja, wir sind in derselben Agentur, deswegen darf ich jetzt nichts sagen. Und es gibt da auch einen. Ja, da hört dann die Ehrlichkeit auf. Es gibt so einen interessanten. Halt mir die Kamera 1. Einen sehr interessanten Post, halte ich gerne mal in die Kamera 1. Ja. Wir haben es hier auch auf unserer Tafel, lovely, auf der Video-Wall. Und ich will mal vorlesen, was da steht. Also, es ist natürlich Masuds Instagram-Post. Folgt mir, Leute. Ich habe meiner Mutter ein Foto von mir mit Hemd als, in Anführungszeichen, Hose geschickt und mit der Meldung, habe keine saubere Hose mehr. Sie hat das Foto bearbeitet und mit den Worten, passt schon, als Antwort zurückgeschickt. So sieht das aus. Und ich hab gedacht, das ist schon ziemlich Ähnlichkeit. Ich habe mir so ein bisschen Gaffertape besorgt. Ah, guck mal, wenn ich mal darf. Hier. Darfst du natürlich. So. Du willst mich ja den ganzen Abend schon anfassen. Ja, jetzt endlich. Ne? Da ist doch Ähnlichkeit, das oder? Das Publikum flippt aus. Ja, das Publikum flippt aus. Sie finden es. Der Bühlentisch flippt aus. Darfst du gerne mitnehmen und in dein Programm einbauen, wenn du möchtest. Stimmt, ich habe noch nicht die 60 Minuten voll. Und was ich auch recherchiert und herausgefunden habe, du warst ganz schön fleißig, ja? Ja, man muss sich muss wissen, Biene. Du weißt ja, beim ersten Date will man ja wissen, mit wem man es zu tun hat, bevor man in die Sauna geht. Ja, geht ab. Du bist ein großer Comic-Fan. Du magst Spider-Man und... Mhm. Komm zur Frage, ich bin interessiert. Gespannt. Das ist so die bekannte Frage, die man immer stellt, wenn man Comic-Fans vor sich hat. Als welcher Comic-Fan würdest du gerne, Comic würdest du gerne mal einen Tag leben? Ich finde Deadpool ganz cool, aber für die Leute, die Ahnung haben, der ist total entstellt vom Gesicht her. Das ist natürlich nicht so toll, aber wenn ich sage, ich bin Perser, dann wird es trotzdem klappen. Mhm. Ich habe Angst, in einer Welt zu leben, wo es Superkräfte gibt, weil wenn jeder dann Superkräfte hätte, wahrscheinlich hätte ich voll die Scheiß-Superkraft. Ich wäre wahrscheinlich jemand, der sehr gut Auflauf machen könnte und Leute sagen, hey, das ist Auflauf-Man. Und es wäre ziemlich schwach. Und ich sage, hey, beruhigt euch, wir machen erstmal eine Lasagne, hört auf zu kämpfen. Das siehst aber nicht aus, wie wenn du Lasagne isst. Du siehst eher aus wie der gesunde Ernährer, so Gemüse, Fleisch. Schon wieder so ein Kompliment, du Kleiner. Ja, natürlich. Er hört nicht auf, er ist on fire. Die Leute flippen aus. Es wird noch schlimmer, pass auf. Wir machen gleich weiter. Ja, okay. Frühstück, dein perfektes Frühstück, wie sieht das aus? Oh, ich will ganz ehrlich sein, ich esse morgens mittlerweile, weil ich keine Lust habe zu kauen, mache ich alles in den Mixer rein, Haferflocken, Joghurt, Eier, Proteinpulver, bisschen Obst, mix das und dann trinke ich das. Okay. Ohne Strohhalm, weil Umweltverschmutzung. Und um dich noch mehr zu bezirzen, mein Lieber, habe ich dir ein kleines Geschenk vorbereitet. OMG! OMG! Ein Spider-Man-Müsli-Container. Ja, da kannst du deine Eier, deine Proteine, dein Eiweiß... Wirfst du einfach hier rein, dann shakest du das mal durch und dann hast du hier deinen Superhelden-Müsli-Frühstücksbecher. Dann möchte ich hier gerne an dieser Stelle übergeben. Wir dubben das, dass ich dann sage, ich wäre gern Spider-Man, ne? Anstatt Deadpool.
Ja, Spider-Man, ich weiß, Spider-Man wird dir wohl auch gefallen. Ist ja auch, oh mein Gott, das ist ja so cute von dir. Er freut sich. Oh. Yeah. Vielleicht wird das doch noch was mit dem Sauna-Date heute Abend. Für uns beide. Ich hab, was ich will. Sorry. Du bist aber auch schon, eigentlich brauchst du keine Geschenke, du bist ja businessmäßig. Ich brauche immer Geschenke. Okay, aber du bist businessmäßig ganz gut unterwegs. Hast ja auch einen Fanshop auf deiner Homepage, deiner Website. Ich bin der Einzige, der da einkauft. Babystrampler für 22,49 Euro, habe ich gesehen. Lätzchen für 19,49 Euro. Dabei habe ich in einem deiner Programme gehört, deiner Stücke, du hast Bindungsängste. Also sieht es doch irgendwie nach Kinderplanung aus, wenn du willst, dass deine Kinder dann irgendwann mal deine eigenen... Ich bin einer von den Leuten, die dann den Kindern sagen, weißt du, du bist da gewesen und wir haben uns trotzdem gefreut. Weißt du, so einer bin ich. So wie meine Eltern. Weißt du, du warst da. Wir wollten eigentlich Mädchen, aber nee. Aber die Bindung, viele Comedians haben ja eine sehr enge Bindung zu ihren Müttern vor allem. Ich denke da an Sebastian Lehmann, ne, der immer über seine Mutter erzählt, die aus Freiburg anruft. Wie sieht es bei dir aus? Wie nah bist du zu deinen Eltern und Familie? Baust du die auch ein? Ich rede mit denen und die freuen sich auch. Die sagen, hey, den kenne ich. Der ist toll. Und die fühlen sich einfach, die hören gar nicht zu, was ich sage, aber die freuen sich, wenn sie Fernsehen gucken und dann sagen sie, und ich sage dann Mutter, dann sagen die, ja, meint mich, und den Rest ist denen voll egal. Und sie erkennen dich im Fernsehen. Die erkennen mich auch, ja. Die überlegen das kurz. Vielleicht hilft die Mutter beim Zopfflechten oder irgendwas in die Richtung. Nee. Das ist übrigens die größte Diskussion, die ich mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter immer habe, die Frisur. Zu kurz, zu lang, hier zu hoch, zu breit. Wie sieht das bei dir aus? Ist das auch ein Thema? Denen ist das total egal. Völlig egal. Ja. Hauptsache, du lässt dich blicken. Hauptsache, ja. Wie sieht es in Zukunft aus? Hättest du schon Bock, so mal, keine Ahnung, die Mario-Bart-Nummer zu ziehen mit den ganz großen Hallen? Oder sagst du, in deinem Segment ist es vielleicht eher so, möglichst viel rumzukommen, möglichst überschaubare Hallen zu spielen? Ja, das schon. Also ich finde diesen Kontakt zum Publikum immer wichtig, weil die sind mir jetzt auch viel zu weit weg, ganz ehrlich. Also ich muss auch wissen, ob die Leute es noch witzig finden. Weißt du, wenn ich jetzt in so einer Halle bin und da sitzen Leute 100 Meter entfernt und ich rede und dann habe ich ja keine Ahnung, ob es denen gefällt. Machst du, dann machen wir es doch einfach so, komm, ich schicke dich kurz ins Publikum runter, dann kannst du dich auch gleich begrüßen und die dir am besten gefallen, die laden wir ein. Wer hätte Lust, heute Abend um 19.30 Uhr den Masud live zu sehen im Kurhaus? Einfach mal Handy in die Luft. Ja, da ist doch ein bisschen was rum. Und Masud, wenn du mal ganz kurz runter möchtest, dann darfst du auch gleich jemanden persönlich einladen. Also ich sehe schon, es sind ja nicht so viele Leute hier. Ich bin aus Auswahlverfahren. Ich gucke, ob volljährige Mädchen da sind. Und die sind eindeutig sehr volljährig, die Leute hier. Und lass die Kirche im Dorf, Leute. Man könnte sagen, sie sind schon 4-5-mal volljährig, kann ich die auch Leute, trennen? Die hier sitzen. Also ich würde dem Jungen in dem gelben Oberteil das geben, weil er aussieht, als hätte er noch Spaß am Leben. Aber ja, die Frau hier vorne, sie hat bestimmt auch Freunde. Die haben Spaß am Leben. Das wird, soll ich runtergehen zu den Leuten? Ja, du darfst ruhig rübergehen. Die werden das dann heute Abend beenden. Hier ist Spaß gar keine Treppe. Soll ich mir was brechen, Leute? Komm, ich helfe dir runter. Ich jump einfach. Ich bin jetzt Spider-Man. Du bist ja jung und sportlich. Ah. Masud, meine Damen und Herren, heute Abend um 19.30 Uhr. Wer will denn? Okay. Hast du einen Vorgesetzten? Jemand mit dir? Der ältere Herr? Ist es dein Vater? Ist dein Opa? Dein Vater? Sicher? Okay, ich gebe dir die Karten. Applaus für die zwei. Glückwunsch. Tut mir leid. Es tut mir leid. Aber die... Das sieht so. Soll ich einfach rumlaufen? Ich komme jetzt schon. Komm hier wieder zu uns. Ich helfe dir. Ich helfe dir rauf. Das ist aber clever mit der Bühne und der Kugel. Berühren? Komm. Hier. Ich komme schon. Und ein großer Applaus. Dankeschön. Er ist sportlich, sieht fantastisch aus und man kann ihn nicht genügend gehen? Mit Komplimenten überhäufen. Masud, im Kurhaus heute Abend um 19.30 Uhr, gleich bei uns um 16 Uhr auf der Live-Bühne. Muss ich hier noch stehen? Ja, du kannst schon gehen. Alles gut. Und wir kommen auch gleich wieder. Applaus für Masud und wir sehen uns gleich um 16 Uhr mit Basta. Mehr auf swr3.de.